So, herzlich willkommen. Neues Video von Savage Scooters. Heute mit dem Kamerakind Pamela. Pamela hat die Haare neu. Pamela hat gestern die Haare neu bekommen. Ein wunderbarer Anblick. Also ich bin immer... Komm mit nach vorne. So, also ich muss mich benehmen. Gut. Neues Video von Savage Scooter. Wir sind heute hier wieder auf dem Prüfstand. Dieses Mal habe ich was Schönes für euch, was Feines für euch, nämlich einen Motor, den ich gebaut habe für den Rainer. Das ist ein Freund von mir aus der Nähe von Frankfurt. Rainer ist ziemlich speedkrank und Rainer wollte Quattrini 265 voll in die Fresse, alles was geht. Und der Motor ist heute hier. Das heißt, der Motor, den habe ich über den Winter gebaut, habe ihm den dann gegeben, der hat den eingebaut. Er ist auch schon eine Runde gefahren damit auf der Straße. Wir haben so eine Wurfbedüsung drauf und ja, er wird euch wahrscheinlich gleich mal erzählen, wie so seine ersten Fahreindrücke sind, bevor wir auf den Prüfstand gehen. Und ja, den stimmen wir jetzt ab und dann nehme ich euch mal mit auf die Reise und dann gucken wir mal, was das Vieh drückt. Also ich bin sehr gespannt. Da sollten über 40 PS rauskommen. Aber Motor zu Motor ist ja immer unterschiedlich, das heißt, wir wissen nicht so ganz, was passiert. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Es ist Sonnenschein, wie ihr seht, ich kneife die ganze Zeit die Augen zu. Wir haben, was haben wir, 20 Grad ungefähr. Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Viel Spaß bei dem Video und ja, legen wir los. Laufen wir? Ja. Gut. Also, das ist der Rainer. Rainer, stell dich kurz vor und sag was zu deinem Roller. Ja, hallo, ich bin der Rainer und habe wieder die Liebe zu Vespas entdeckt und wollte was Besonderes haben. Ja. Und deshalb bin ich beim Kevin gelandet hier. Ja. Weil, ja, ich wollte so viel Leistung, wie halt geht mit dem Quattrini 244. Und Kevin hat sich bereit erklärt, mir einen 265er zu bauen. Jetzt gucken wir mal. Genau, also zu den Spezifikationen, die habe ich noch ziemlich gut im Kopf. Wir haben einen 244er Quattrini mit einer 65er Kingwelle. Wir haben eine Kingklatsch drauf. Wir haben eine 2562, ne, primär. Wir haben aber kurz 3, ultra kurz 4 in der Nebenwelle, damit die Gangharmonie zwischen 2,3 und 3,4 besser ist. Wir haben die höchste Ausbaustufe von Porsche Auspuffanlagen. Wir haben die Porsche Racing Resi. Wir haben eine Spritpumpe drauf. Wir haben das Lutz Ansauggummi drauf, damit der Vergaser schön steht. Das zeige ich euch auch gleich mal, dass der gut am Rahmen vorbeikommt. Ja, wir haben eine Warpezündung. Die Warpezündung haben wir auf 19 Grad geblitzt. Und du bist schon eine Runde gefahren, ne? Hast du gesagt. Ja, aber leider stottert noch ein bisschen, aber geht wie Hölle. Also. Ja, wir sind ja jetzt zum ersten Abstimmen da. Das heißt, wir gucken jetzt mal, was geht. Die Wurfbedüsung ist drin. Und naja, sagen wir mal, wenn er zubeißt, dann wird's übel, ne? Ja, hey. Also natürlich ist dieses Fahrzeug ausschließlich für Rennstrecken konzipiert. Genau. Ja, also wir schauen mal, was geht. Ich bin sehr gespannt. Und wir schmeißen das Ding jetzt mal auf den Prüfstand und fangen ihn mal an einzumessen. Und dann gehen wir an die Bedüsung und dann fangen wir an umzudüsen und dann schauen wir mal. Also ihr seid auf jeden Fall jetzt live dabei bei der ersten Erprobung von diesem Vieh. Also es sollte schon eine 4 vorstehen und idealerweise auch eine 4, die jenseits der 43, 44 PS liegt. Das ist aber immer so eine Sache. Wir messen das natürlich jetzt live auf dem Prüfstand. Das eine, was du hast, ist die Planung im Kopf. Das andere, was du hast, ist dann die Realität, was der Motor dir hergibt. Also du kannst Pfeilen machen und tun. Ob es am Ende dabei rauskommt, werden wir sehen. Also er ist schon gut bearbeitet, der Motor. Der sollte also Leistung werfen. So, spann mal auf. Die brauchst du. Du brauchst auch welche. Du solltest dir... Und die Rohr. Die schöne, die schöne neue Rohr. Aber das solltest du tatsächlich aufziehen, wenn du hier drin stehst. Komm, ich halte die Kamera eben. So, Kamerakind Pamela, schmeißt dich. Nein! Schmeißt dich mal eben hier. Das sieht schon sexy so. Mach. So. So, gucken wir mal. We'll be right back.
War nee, zu. Nee. Ja, okay, alles klar. Der Benzinhahn zeigt in der Offenstellung eigentlich immer auf 6 Uhr. Entschuldigung, auf 9 Uhr und der zeigt jetzt auf 6 Uhr. Deswegen wunderte ich mich, warum er jetzt anfing abzumagern. Du hast einen essentiellen Fehler gemacht bei der Kupplung. Das ist eine King-Kupplung. Die darf nicht auf Kontakt. Weil dieses Tellerlager, ne, das kugelgelagerte Andrucklager, das darf keinen Kontakt haben. Wir müssen erstmal die Kupplung neu einstellen, bevor wir hier loslegen. Sagte, das ist das Schwimmernadelventil. Das müssen wir jetzt nochmal nachbiegen. So. Also, Schwimmernadelventil müssen wir nachbiegen. Wir haben Thematik mit der Nadel. Also wir sind im unteren Bereich so bei 4.000 und 6.000 sind wir noch ein bisschen unsauber. Das müssen wir noch sauberer hinkriegen. Jetzt müssen wir erstmal Vergaser ausbauen, Nadel wechseln, Schwimmernadelventil nachbiegen und dann geht's weiter. So. Was wir festgestellt haben, war, dass der Rainer bei der Montage vom Gaszug die Nadel leider nicht ganz optimal eingehängt hat, dass die Nadel ein bisschen gehangen hat. Die Nadel haben wir jetzt richtig eingehängt. Wir haben die Nadel auf den richtigen Clip gesetzt
Und bevor wir jetzt was ändern, machen wir nochmal einen Lauf und gucken, wie er jetzt anspricht. Weil jetzt könnte es durchaus sein, dass aufgrund der Nadelposition, weil die Nadel ist nicht sauber aus dem Loch rausgekommen, der Motor vielleicht schon ganz anders arbeitet. Also das gucken wir uns jetzt an und dann sehen wir mal, wo wir uns von da an bewegen müssen. Vergaser ist abgeflogen. Was ist passiert? Also, der Ansauggummi hat einen Riss gehabt und hat sich vom Ansauger gelöst. Das Problem ist, dass ich jetzt keinen anderen Gummi da habe. Jetzt musste ich einen anderen Gummi nehmen. Jetzt steht der Vergaser ein bisschen scheiße. Aber wir müssen jetzt einfach nochmal einen neuen Ansauggummi bestellen. Und aufgrund der Nadelsituation, weil wir die Nadel entsprechend jetzt vernünftig eingebaut haben, weil die nämlich oberhalb von dieser weißen Führungskappe war, dann hing die Nadel und nicht sauber in dem Loch und wurde nicht sauber beim Beschleunigen rausgezogen. Deswegen haben wir hier, komm mal mit,
haben wir hier dieses Loch gehabt. Ne? Also da merkst du ganz klar, das ist jetzt wunderbar sauber, zieht er hoch. Das ist auch ein Unterschied von 11 PS zu 17 PS. Ja? Also das hat nur die Tatsache, dass die Nadel in der falschen Stelle war, waren 7 PS, 6 bis 7 PS. Zieht sauber hoch, dreht bis, hat 41,5 PS und dreht bis 10,5 ungefähr. Also jetzt zieht er auch sauber hoch, das hast du auch gehört, der Rotz und Spotz jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir uns tatsächlich mal ans Feintuning geben. Ich weiß nicht, ob eine größere Hauptdüse noch was bringt. Die Nadel ist schon auf der fetteren Seite. Also das Rotzen haben wir behoben. Diesen Teil haben wir behoben. Wir gehen jetzt mal auf eine größere Hauptdüse, weil ich glaube, dass der vielleicht noch eine größere Hauptdüse ab kann. Aber das sehen wir ja halt am Bild. Wenn die Leistung sich gar nicht verändert, dann kann er die größere Hauptdüse verarbeiten. Wenn er jetzt vom Leistungsbild schlechter wird, dann ist er zu fett. Ne? Also die Option ist es, solange die Leistung gleich bleibt oder besser wird, dann kann er die größere Hauptdüse durchaus vertragen. Also machen wir weiter. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob der wieder so hoch geht oder ob er jetzt ein gescheites Standgas hat. Zusätzliches Problem, der Gaszug war ein bisschen zu viel vorgespannt. Der Reinhard hat oben so eine Schnellgasrolle drin und durch diese übergroße Vorspannung im Gaszug ging der Schieber nicht tief genug rein. Ich konnte das Leerlaufgemisch bzw. den Leerlauf an sich nicht einstellen. Er hat nicht aufs Leerlaufgemisch reagiert. Jetzt haben wir den Schieber ganz unten und jetzt reagiert auch das Leerlauf und das Leerlaufgemisch. Ne? Also das war auch noch ein Punkt. Aber jetzt bauen wir erstmal um. So. Jetzt mit anderer Hauptdüse. Wir sind in der Hauptdüse, da war eine 350er drin. Das kann natürlich nicht gut funktionieren. Jetzt sind wir mal ein bisschen magerer in der Hauptdüse gegangen. Jetzt gucken wir mal, was er wirft. Yeah.
passt. Mann, eine kranke Scheiße, ey. Es ist aber ohne Kopfhörer nicht zu ertragen. Nein. Dann, ne? So, also, wir hatten, was hast du gesagt, wie viele Fehler haben wir rausgefunden? 4 Fehler, ne? Also, die direkten Einfluss auf die Leistungsentwicklung hatten. Und so. Also, pass auf. Wir haben jetzt final drin. Eine Mikoni-Pumpe, wie ihr seht, mit einer 310er Hauptdüse. Wir haben, ich glaube, 2 PS oder 3 PS zugelegt, ne? Mhm. Oder so, wie viel waren das? 3, ne? 3 PS zugelegt. So, das heißt, die Nebendüse ist eine 20er, da könnten wir nochmal, aber ich habe, fass mal an, wie kalt der Vergaser ist. Fass mal an. Oh, ja, eiskalt. Ja, der Ansauger auch, eiskalt. Exakt 4 sogar. Exakt 4 PS haben wir zugelegt, okay. So, du hast deine 45 PS. ich wünsche dir viel Spaß beim geplanten Suizid. Ja, so, weil anders kann man das nicht sagen. Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist, du das Ansauggummi musst du dir noch mal kommen lassen. Mhm. Das ist gerissen, ihr habt es gesehen. Ich kann euch das noch mal zeigen. Hast du weggeräumt, ne? Habe ich schon zugeschlossen. Hast du schon zugeschlossen. Also das Vergaser-Ansauggummi war eingerissen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Montagefehler meinerseits war, weil normalerweise passiert das nicht. Jetzt haben wir so ein einfaches, kurzes Gummi drauf, den Vergaser eben draufgeschnallt, deswegen steht der jetzt auch so schräg. Mhm. Du holst ja dieses Gummi neu und möchtest du eine Probefahrt machen? Lieber nicht. Achso, das muss rausschneiden. Ja, genau. Ja. möchtest du eine Probefahrt machen? Ich habe keinen Helm dabei. Wir hätten da einen. Ich glaube, ich traue mich noch nicht jetzt. Dir fällt auch auf, dass das Tropfen jetzt aufgehört hat, ne? Ja. Mhm. So. Und der qualmt auch nicht mehr so. Ja, ja, klar, weil er total überfettet war. Ah. So, also, wir haben jetzt, also ich, mit der 310er Hauptdüse sind wir safe. Ne? Mhm. Also jetzt, wenn wir höher gehen, also ich habe im Kuda, fahre ich auf dem ähnlichen Setup eine 290er Hauptdüse. So, du hast eine 310er drin, du hast eine etwas größere Welle drin. Ja, 45 PS. Der Reifen ist Schrott. Was? Guck mal hier. Mein Reifen! Ja, guck doch mal, komm mal gucken. Alter. Fühl mal, wie weich der ist. Guck mal, fühl mal, wie heiß. Alter. Aua. Also, wir haben eben mal irgendwie 100, da war die Kamera nicht an, 188 km/h auf die Rolle geprügelt. Meine Rolle ist auch nur bis 190 km/h zugelassen. Da musst du aus dem Gas gehen. Ja, also geschaltet haben wir bei 140 in den vierten Gang. Also GPS. Auf der Straße mit Gegenwind, das wird dir nichts aus. Aber komm mal mit, wir besprechen mal eben kurz das Diagramm. Ja, so. Mit der roten Kurve bist du gekommen. Da war die Nadel falsch drin, ja, und also die Nadel war oberhalb der weißen Kappe einfach nur draufgelegt und im falschen Clip. Das heißt, die Nadel wurde nicht durch den Schieber rein und rausgeführt, sodass wir ein definiertes Spritzsignal hatten quasi im Vergaser. Das haben wir geändert, den Clip haben wir verändert, wir haben die Hauptdüse jetzt angepasst und das ist passiert. Komm gucken. Wir sind jetzt bei einer Vorresoleistung von... Warte. Bei einer Vorresoleistung von... 20 PS. Schelthase. Ja, ich weiß, jemand an der Tür. Mein Paket. Dein Paket. Also wir haben so 20,5 PS ungefähr in der Vorresoleistung. Mit der falschen Nadel hatten wir 10 PS. Also nur die Nadel falsch positioniert und mit dem falschen Clip haben dich 10 PS Vorresoleistung gekostet. Wenn du geglaubt hast, dass der Böse einsteigt, schnall dich jetzt gut fest an dem Ding. Wirklich, weil jetzt ist die Hölle offen. So, du hast eine Vorresoleistung im Drehmoment von 27 Newtonmeter. Also du kommst aus dem Standgas und hast 27 Newtonmeter. Die stehen wie ein Plateau an. Schau, guck mal hier. Die stehen wie ein Plateau an, 27, und dann geht es hoch auf 38,6 Newtonmeter, also fast 40 Newtonmeter. Wir halten über einen Bereich von 7.500 bis 10.500 Umdrehungen über 40 PS, ja, und haben im vierten Gang, bin ich jetzt gefahren, 174, da bin ich aus dem Gas gegangen. Also ich bin bei 174 km/h GPS aus dem Gas gegangen. So. Passt. Kollege, ich würde sagen, ja. Ich sag's dir ganz ehrlich, mir fehlen die Eier für sowas. Mir fehlen wirklich die Eier für sowas. Ich habe 44 PS mit der Resi und 41 PS mit der innengedämmten Resi. Und das ist schon schwer zu ertragen. Wirklich, also egal, wo du dich damit auf den Ding, auf welche Rennstrecke du dich damit rumtreibst, du musst echt aufpassen, wenn das Ding einsteigt.
läufst du wirklich Gefahr, dass du absteigst. Das wird eine Nahtoderfahrung für dich werden. Alles, was du vorher gefahren bist, auch an Crossern oder so, das waren Motorräder, die, ich weiß, ich muss euch erklären, der Rainer ist ein Speedfreak, der fährt wirklich auch auf einem Rad durch ganz Frankfurt, wenn er sein muss. Aber nee, das, stimmt nicht. Das waren Mopeds, die haben Eigengewicht. Du hast hier 110 Kilo. Mhm. Ja? Und dann hast du 45 PS am Rad. Mhm. Ich kann mal eben gucken, was das im Motor ist. Warte mal. So, haben wir da irgendwas? Wir haben eine Motorleistung von 54 PS. Eine Motorleistung von 54 PS. 54, komm gucken. 54,88 PS mit 46,64 Newton. An der Kurbelwelle. Am Rad haben wir 45,2. Und ja, fast 39 Newtonmeter. Ja, so. Junge, fahr vorsichtig. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, das ist ein Motor, den ich jetzt im Winter gebaut habe. Du wolltest volle Pulle. Wenn wir jetzt auf 50 PS hoch wollen würden, müssten wir die Steuerzeit nochmal anpassen. Das heißt, wir müssten den Zylinder nochmal höher setzen. Ah, ich denke, das langt. Ich glaube auch. Also, wir haben jetzt noch ein bisschen was abzudüsen. Mal gucken, ob die Jungs vor die Kamera wollen. Wenn ja, haben wir noch ein bisschen was zu filmen, dann geht das Video jetzt weiter. Wenn die Jungs nicht vor die Kamera wollen, dann ist das Video jetzt zu Ende. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bleibt hässlich. Und wenn er rausgeht, fällt nicht in den Schnee. In diesem Sinne, entweder bis gleich oder bis Tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss. So, der nächste Kandidat würde gerne vor die Kamera, hat er gesagt. Stell dich kurz vor und deine Mopete bitte. Ja, ich bin Christian, komme aus dem Bereich Mettmann. Und ich habe hier eine originale PX200. Die hat einen 221er Polini drauf. Da war erstmal ein SI-Vergaser drauf. Den habe ich aber nie fett genug eingestellt bekommen, sodass ich dann einen 30er Polini draufgesetzt habe. Der ist nie sauber gelaufen. Der ist nie richtig sauber, auch mit dem Reso-Auspuff. Und da sagte der Kevin, bau mal zurück auf Box und auf SI. Und dafür bin ich hier. Genau, dann gucken wir uns das jetzt mal an. Zum 30er Polini-Vergaser, das habe ich euch ja schon gesagt, die Problematik ist die, dass der Sprit nicht schnell genug in die Kammer läuft. Ne? Also der wird irgendwann abmagern. Ich hatte diesen Vergaser mal auf dem Prinz Porno verbaut und stand an der Ampel und das Ding trotz Zündung aus drehte einfach nur noch ins Nirvana. Ich hätte mir fast den Motor geschrottet. Der Polini PWK hat ein Problem mit der Spritzufuhr in die Kammer. Das ist eigentlich wirklich völlig egal, was du davor oder dahinter hast. Irgendwie ist da einfach... das Durchgangsloch zu klein oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall läuft der Sprit nicht schnell genug nach und deswegen magert der ab, schnell ab. So, jetzt bauen wir hier 24 oder 26 SI, was 24, hast du? 24 SI. Und weißt du, was du vorher an Leistung hattest? Der hatte vorher mit dem SI-Vergaser 18 PS und dann mit dem Polini und dem Reso-Auspuff 20. 20. Ja, dann haben wir ja mal eine Stellgröße und dann gucken wir jetzt mal, wo wir hingehen. Ne? Alles klar, los geht's. Boah, was ein Motor, ey. Junge, Junge, Junge. Der Rainer ist ein totaler Speedfreak, ne? Also der ist nicht von dieser Welt. Der fährt wirklich mit seinen Crosskarren und so. Ich habe Fotos von ihm gesehen. Ich hab ein bisschen Angst um ihn. Also warte, muss ich aufstehen. Ach nee, ist eine Streamline, ja, ne? Mach mal auf. Mach mal Backe ab. So. Rainer, du kriegst noch einen Aufdruck. Ja, ich komme ja noch mal. Schlaf mal auf, dann komme ich noch mal. Genau, muss ja da sitzen. Ich muss ja drauf machen. So was. Ja. Ich hab mir mal was vorbereitet. Oh, da können wir ja mal eine Eingangsmessung machen, wa? Ja, klar. Also das ist so habe ich den... Ich habe den nochmal ins Ultraschallbad gelegt und ich habe gemessen, wie viel die Gemischschraube und die Leerlaufschraube eingestellt war. Ich habe da alles rausgehabt und wieder auf diesen Zentimeter genau oder Millimeter genau also montiert. Wir haben jetzt tatsächlich den Ausgangswert, wie der mal war. So müsste der jetzt 18 PS haben. Okay, wir gucken. Wir gucken. Tausend Umdrehungen seine Vorleistung.
irgendwann kostet das irgendeinem, dem ich so einen Motor gebaut habe, das Leben. Und ich will sowas eigentlich gar nicht mehr raus. Nee, die hat nur eine Schraube, das ist aber normal, ist aber gerade. Ich dachte, der Rahmen schon chrom, obwohl er noch nicht Gas gegeben hat. Alter Verwalter. So, Markus. Nee, Christian. Ja, Christian. Ja. Ach, wieso komme ich jetzt auf Markus? Der ist als nächstes dran. Genau, Christian. 221 ja. Oder 210? Nee, ich hab Kit war 221 mit der Polini-Welle. Okay, Zylinder 221. Vergaser ist 24. Delo. Zündung? Original? Nee, du hast ja gesagt 19, ne? Ja, aber es ist original, ne? Ja. Genau. Schön. Auspuff ist Polini-Box? Ja. Welle, Polini. 60. Okay. Was denn? Zack. Okay. Oh. Kopfhörer, ne? Wisst ihr Bescheid? Hese, wenn genau, du willst, jetzt brauchst du keine mehr. Jetzt? Ich glaube auch nicht, oder? Jetzt, ihr könnt euch das jetzt mal. Ihr habt ja den direkten Vergleich. Jetzt müsst ihr euch mal den Vergleich reintun. Dagegen, glaubst du, das ist eine Kaffeemühle, die ein bisschen an die Streng läuft? So. Bin ich der Nagel, so. Ihr könnt das ja leider nicht riechen, aber das riecht genauso wie früher das alte Castrol TTS. Boah, geil. Mega. Hast du da mit? Super. Ja. Ganz geil, Mann. Damit hätten wir ja quasi das belegt, was du vorher hattest. Ne? Was bedeutet, dass mein Prüfstand ja augenscheinlich aber wirklich aufs 0,1 PS genau geht wie der andere. Ne? In diesem Fall. Somit haben wir wirklich einen guten Vergleich. So, das heißt, jetzt gucken wir uns die Kurve an. So. Übersicht. Machen wir erstmal den Rainer weg. Kohle insgesamt. Oh. Okay, gerade so, jetzt pass auf. Gehen wir auf seine rechte Seite. Komplett oder was? Da siehst du, er war noch ein bisschen kalt, so die Kurve können wir vernachlässigen. Also, Polini typisch. Kurze Steuerzeiten, wenig Drehzahl, viel Drehmoment. Ne? So, was du siehst, ist, du hast quasi nach dem Standgas direkt volles Drehmoment anstehen. Und dann fällt der nur noch ab. So, du hast aber steigende Leistung mit fallendem Drehmoment.
Woran liegt das? Keine Ahnung. Wir werden es jetzt herausfinden, weil ich nämlich glaube, dass der nicht gut versorgt wird mit Sprit. So, aber das werden wir jetzt mal herausfinden. Wir haben 17,9 PS, 18 PS und 22,6 Newtonmeter. Das ist wirklich total Pollini-typisch. Und wir sehen auch, dass das Drehmoment anliegt bei 4400 Umdrehungen und die Spitzenleistung bei 6000. Ist völlig Pollini-typisch, passt auch gut zur Box. Hat ein tierisches Drehmoment. Hat aber keine Leistung, weil der hat, ich glaube, Steuerzeiten irgendwas um die 117 zu 168, 170, irgendwie so hat. Wobei der 221er, der ist auch nur in der Laufbahn oben verlängert. Was wir jetzt machen ist, wir bauen den Vergaser aus, wir werden den Vergaser umbauen. Wir werden uns eigene Düsen bauen, wir werden mit Venturi und Westpack Deckel fahren und dann gucken wir mal, wo er am Ende des Tages läuft. Vor allen Dingen werden wir mal herausfinden, mit welchen Düsen wir hier arbeiten müssen. Ich habe schon so eine grobe Idee, wo wir hin müssen, aber das wird spannend. Und dann werden wir mal vor allen Dingen den direkten Vergleich haben, was passiert, wenn wir dem Motor Luft geben. Weil du hast jetzt den kleinen Deckel drauf und du hast den Ansaugschlauch drauf, du hast den langen Ansaugweg. Für alle die, die jetzt schon wieder Pickel kriegen, weil ich wahrscheinlich dann die Messung ohne Deckel fahre. Ich habe das in einem der anderen Videos schon mal gezeigt. Ob der Deckel nachher drauf ist oder nicht drauf ist, ist bei der Größe des Deckels vollkommen unerheblich. Also bitte glaubt mir das, schaut euch eins der Videos an. Ich glaube, der Frogger war das. Mit dem Frogger habe ich das gemacht. Ob auf dem Prüfstand der Deckel drauf ist oder nicht drauf ist, ist tatsächlich völlig unerheblich, weil der so ein großes Volumen hat und der Ansaugweg so kurz ist, weil wir ohne Rahmenschlauch fahren, spielt das tatsächlich keine Rolle. So, dann bauen wir jetzt um und dann gucken wir, wo wir landen. Los geht's. So, nachdem wir jetzt geschwitzt haben, weil der Herr seinen Elestartleiter, den er nie benutzt, der nur dazu da ist, um das Loch zuzumachen, wobei die Funktion des Elestarts ist rein zufällig gegeben. Also der Elestart musste weg, weil wir kamen nicht an die Leerlauf-Gemischschraube rein, das war alles eine Formelei. Das heißt, ich habe ihm jetzt die Komfortzone entfernt. Wir haben jetzt den Elestart noch eben schnell ausbauen müssen, was natürlich sehr unglücklich ist für den zukünftigen, du musst treten, ja, so. Jetzt haben wir den Vergaser umgebaut, wir haben jetzt mal die erste Bedüsung reingeschmissen, wir gucken mal, wie er performt. Ich könnte mir vorstellen, dass er mit der Bedüsung vielleicht im mittleren Bereich ein bisschen zu fett ist. Wir schauen uns mal an, was er wirft und dann passen wir weiter die Düsen an. So, Venturi ist drauf, los geht's. Oh, my God.
Standgas ist. Das ist gut an. Ansage, ne? Was hatten wir, wie viel PS hat man? 17,9, ne? Ja, 17,8,9, ja. Und jetzt hat man jetzt am Schluss 23, ja, schlag mich tot. Ich guck mal. Komm, wir gucken mal. Das war jetzt im Grunde die erste Wurfbedüsung. Wir können jetzt noch mal gucken, wie wir uns da besser positionieren können. Also ich habe ihn jetzt bis 150 gezogen. Ja. LKW? Und als ich bei 150 aus dem Gas bin, boom, sofort ganz sauberes Standgas. Ne? Mhm. Und der hat auch kein Rotzen und kein Spotzen gehabt. Ich habe im vierten Gang mal bei 42 km/h voll aufgerissen und ohne Rotzen, ohne Spotzen ganz, ganz sauber hochgezogen. So, das ist deine Eingangskurve gewesen. Ne? Damit bist du gekommen. Mhm. Guck dir mal deinen Drehmoment an. Dein Drehmoment war hier hoch und fiel dann nur noch ab. Mhm. Dein Drehmoment ist da immer noch an der gleichen Stelle. Aber jetzt steigt das Drehmoment an bis auf knapp 28 Newtonmeter. Du hast 27,0 Newtonmeter. Du bist von 22,6 gekommen. Wir sind von 17,9 auf 23,2. Boah. Vergaserumbau, neue Bedüsung reingebaut, Venturi drauf, fertig. So, jetzt guck mal, jetzt ist der Leistungspeak fast gleich. Du hast bei 80 Umdrehungen mehr, nur bei 80 Umdrehungen mehr hast du 6 PS, naja 5 PS mehr anstehen. Und bei 800 Umdrehungen, nee, bei 1200 Umdrehungen mehr, 1200 Umdrehungen mehr, 5 Newtonmeter anstehen. Das heißt, da, wo du vorher abgefallen bist, ne, stehst du noch voll im Saft mit über 22 PS. Deswegen kann der jetzt auch, wird der auch oben raus locker 120 laufen. Ne? Also, ich habe ihn jetzt hier bis, siehst du ja, da kommt allerdings nichts mehr. Ne? Also, ja, du kannst locker bei 6,5 aus dem Gas gehen, burp, 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 und das Ding wird dir marschieren. Du ziehst jetzt gleich meinen Helm an, fährst damit. Mhm. Und dann, du weißt ja, wie er vorher gefahren ist. Und dann, diesmal vergessen wir es aber nicht, beziehungsweise ist noch genug Batterie auf dem Akku, ja, gut. Und dann sagst du uns mal in die Kamera, wie der gefühlte Unterschied ist, okay? Mhm. So. Ich mache jetzt noch eine Hauptdüse mal Nummer größer, um zu fühlen, ob er besser ist. Mit dem Wetter müssen wir mal gucken, aber der läuft wirklich so blitzesauber. Und warum ich glaube, dass wir mit der Bedüsung perfekt sind, ist, wenn du Lauf und Lauf und Lauf und Lauf machst und die Linien legen sich immer übereinander, und das ist, hast du ja gesehen, die waren ja reproduzierbar. Die Linie ist ja genau auf der vorherigen Linie langgelaufen. Wenn er zu mager wäre, würde er ja immer heißer werden in der Verbrennung, und das bedeutet, dass die mager oder heißere Verbrennung mehr Leistung bringt. Er müsste also in der Leistung zunehmen, das tut er nicht. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass das Setup, was wir jetzt drauf haben, eine Punktlandung ist. Ich habe gedacht, in der Nebendüse sind wir ein bisschen zu fett, aber die Nebendüse, nur zum Vergleich, die Nebendüse haben wir zuvor um 10 Nummern erhöht. Okay. Ne? So, bei einem Motor, wo du sagst, der ist ja vorher schon scheiße gelaufen, ja, und jetzt haben wir düsentechnisch, haben wir hier mal richtiges Fass aufgemacht.
So, also Deckel drauf und dann fahren. Und dann sehen wir uns gleich schon mal wieder, wenn er zurückkommt. Auf geht's. Wie sauber der läuft. Wenn wir jetzt Glück haben und wir hören das hier, ich weiß nicht, wie gut das Mikro ist, du kommst mal hierher kommen wegen dem Wind, nicht, dass du Windgeräusche hast. Wenn wir jetzt Glück haben und er fährt da hinten hoch, dann können wir ja hören, wie sauber der durchzieht. Mal gucken, ob wir es hören. Und ich sag's schon mal vorweg, der Running Gag ist immer mittlerweile, dass die Leute oder die Jungs, die da sind, immer wenn sie zurückkommen, sagen, ich fahre einen anderen Roller. Oder der Roller fährt sich völlig anders, als hätte ich einen neuen Motor. Gucken wir mal. Dann fährt er aber rechts rum. Ist er rechts rum? Da. Hörst du? Ja. Okay, dann warten wir mal, bis er wiederkommt. Da kommt er. Mal gucken, was er sagt. Boah, das riecht ja jetzt schon. Boah, geil, riecht das geil. So, jetzt bin ich gespannt. Das fährt anders. Was heißt denn anders? Versuch's mal zu beschreiben. Ja, du merkst einfach, dass das viel besser schiebt. Also ich bin ja auch nicht der Schmalste. Ja. Und das Ding hat jetzt, du merkst diesen Drehmomentzuwachs, das merkst du. Geht gut nach vorne, ne? Ja. Also eigentlich müsste der Höcker ein bisschen höher, weil sonst muss ich echt festhalten, sonst rutscht er hinten runter. Also will ich jetzt. Ja? Ja, also das schiebt richtig jetzt. Rotzen, Spotzen, sauber? Gar nichts. Alles sauber. Lass mal so? Ich glaube schon. Alles klar. Also, ihr habt gesehen, jetzt mal mit direktem Feedback. Polini 221 mit 23 PS und knapp 28 Newtonmeter. Nur mit vernünftigem Setting des Vergasers, mit Umbau etc. Vespec ist drauf, Venturi ist drauf, der große Deckel ist drauf. Da würde ich sagen, dir viel Spaß, war vorsichtig und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video, war ein bisschen chaosmäßig heute, hier auch mit dem, das haben wir alles gar nicht gefilmt, mit dem Elestart und so. Ja, also, wenn ihr Spaß hattet im Video, lasst einen Daumen nach oben da, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar und ein Abo wäre cool. Ne? An dieser Stelle dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wenn er rausgeht, fallt nicht in Schnee und bleibt hässlich. Tschüss.